Bis gestern herrschte an der Wall Street eine gewisse Sorglosigkeit. Ach, diese Geschichte mit der Schuldengrenze schon tausendmal gesehen, wird wie immer laufen. Sie werden sich dann einigen. Wir feiern schon mal vorgezogen die Einigung, denn Sie haben doch gesagt, wir sind optimistisch. Wir könnten schon diese Woche oder morgen oder allerspätestens übermorgen. Aber gestern hat sich dann gezeigt, wie tief die Gräben wirklich sind und wie deutlich damit die Gefahr eines Unfalls entstehen kann, nämlich weil beide Seiten nicht von ihren Positionen abrücken, weil sie sonst ihr Gesicht verlieren würden. Und wir haben nicht nur an den Aktienmärkten dann das erste Mal eine Reaktion gesehen, sondern wirklich durch die Bandbreite der ganzen Märkte. Und wir schauen uns die Dinge mal an. Also das erste Mal jetzt wirklich ist diese ganze Geschichte an den Aktienmärkten eingepreist worden. Der S&P 500 hat mal eben 300 Milliarden Dollar in 4 Stunden verloren. Dann Aussagen von JP Morgan: Wir wollen kleinere Aktien, Small Caps, shorten. Wir kaufen VIX Calls. Wir kaufen also Calls auf Volatilität. Man rechnet also mit steigender Volatilität und sagt, das kann schlimmer werden als damals bei diesem Schuldendrama-Theater 2011. Wir sehen, dass der Goldpreis über die 2000er Marke kurzfristig gestiegen ist. Wir sehen, dass der VIX, die Volatilität, auf den höchsten Stand seit 5. Mai gestiegen ist. Und wenn die Märkte so reagieren, sollte man mal hinhören. Die Aktienmärkte haben ja gelegentlich oder eigentlich immer die etwas längere Leitung an den Anleihenmärkten. Gerade bei den kurzlaufenden Staatsanleihen sehen wir ja schon, dass man sich da wesentlich mehr Sorgen macht als an den Aktienmärkten. Die Wall Street lebt von Optimismus. Man will verkaufen. Das Glas ist grundsätzlich ein Drittel voll und nicht dreiviertel leer oder ein Viertel voll und nicht dreiviertel leer. Hier sehen wir mal, wie die Indizes gestern rausgegangen sind. Erstaunlich, der Nasdaq diesmal der schwächste Index. Aha, also die Tech-Überflieger, gerade aus dem Nasdaq 100. Und hier in diesem Chart oben sehen wir die verschiedenen Indizes. Und das sind zwei Bereiche markiert, denn es waren zwei Meldungen, die reingehauen haben, die die Märkte hier ein bisschen schockiert haben, dazu gleich mehr. Hier sehen wir nochmal diese großen Tech-Werte, wie eine Google, die ja so massiv gelaufen war, dass sie so überkauft war wie seit 2020 nicht mehr. Eine Apple nach unten, selbst eine Tesla hat dann ins Minus gedreht, eine Nvidia, eine Microsoft. Also auch die Dickfische jetzt im Minus. Aber zurück zu den Meldungen, was war eigentlich der Auslöser? Und der Auslöser des ersten Abverkaufs war eine eigentlich total unscheinbare Meldung: Negotiators meeting on the debt limit has ended. Also das Treffen zwischen den Verhandlern der Republikaner und der Demokraten ist beendet. Warum haben die Märkte so scharf reagiert? Nun, weil dieses Treffen gerade erst begonnen hatte und damit klar war, naja, die sind ja keinen Schritt weiter gekommen. Die Fronten scheinen sich eher zu verhärten, als dass man sich da näher kommt. Jetzt sind offenkundig bisher, das kann sich natürlich gleich wieder ändern, keine weiteren Gespräche geplant. Die wird es sicherlich geben, denn dazu ist die Sache ja schlichtweg zu dringlich. Man hat hier verschiedene Aussagen. Ja, ich denke immer noch, wir können einen Deal bekommen, so sagt McCarthy. Aber dann die zweite Geschichte, die die Märkte richtig unter Druck brachte, waren dann Aussagen des Republikaners Ted Cruz, der ja eher dem Trump-Lager zuzuordnen ist. Der sagte hier, 20 bis 30 Jahre alte Marxisten bei den Demokraten, die führen hier das Zepter im Weißen Haus. Er hat so ein bisschen die geistige Fitness von Biden in Frage gestellt und dann wörtlich gesagt, naja, die Chancen eines Zahlungsausfalls der USA sind deutlich höher, als die Märkte glauben. Und die Märkte dann, was, der sagt Zahlungsausfall? Einer, der ziemlich nahe dran ist, der eine wichtige Rolle spielt bei den Republikanern. Und das war dieser zweite Move, den wir gesehen haben und auch nicht geholfen hat, dann, dass Republikaner gesagt haben, führende Republikaner, naja, das, was die Janet Yellen da mit ihren Warnungen sagt, dass ihr Cash ausgeht, das sei doch wahrscheinlich reine Taktik. Damit wollen die uns doch unter Druck setzen, damit wir faulen Kompromissen zustimmen. Wir glauben die Zahlen nicht, die hat doch bestimmt irgendwelche Taschen, wo dann irgendwelche Gelder noch plötzlich auftauchen könnten. Also das zeigt, dass man hier wirklich mental sehr, sehr weit auseinander gedriftet ist. Jetzt zweifelt man auch sogar schon die Zahlen von Janet Yellen an. Und Biden macht sich jetzt Sorgen. Er sagt, ich bin Präsident
Und damit bin ich für alles verantwortlich. Deswegen fürchte ich, dass man mich verantwortlich machen würde für diese ganze Geschichte. Und das sagt er wörtlich, das ist one way to make sure Biden is not re-elected. Also das würde seine Wahlchancen deutlich verringern. Gar keine Frage. Das ist im Zweifel vielleicht auch die Taktik der Republikaner, die sagen, naja, das ist doch der Präsident, der muss die Dinge letztendlich regeln. Mancher spekuliert schon, Disruption in Washington DC is not going away anytime soon. Ein großer Trillion-Dollar-Fund, also ein Billionenfonds, der sagt, wir wetten mal auf hier ein Debt-Ceiling-Debacle. Und wie Stifel hier sagt, sagt man, also jetzt derzeit glauben noch beide Parteien, dass sie der anderen Partei dann die Schuld zuschieben könnten. Ich denke aber, dass es insgesamt so ist, dass die Republikaner insgeheim glauben, naja, Biden ist Präsident, der ist am Ruder. Und wenn da was schief geht, dann ist der schuld im Zweifel. Das hat Biden ja letztendlich selbst eingestanden, nachdem hier schon die Biden-Regierung eben angewiesen hat, staatliche Stellen angewiesen hat, guckt mal, ob ihr nicht irgendwelche Zahlungen verzögern könnt. Das hatte ich gestern schon berichtet, aber es passt eben in diese Situation, in diese sich verengende Situation. Die Republikaner sagen, nein, wir werden die Schuldengrenze nicht anheben, ohne dass wir die Ausgaben reduzieren. Das ist der entscheidende Punkt. Die Demokraten wollen die Ausgaben nicht reduzieren, sondern tendenziell die Einnahmen anheben durch Steueranhebungen. Das wiederum lehnen die Republikaner absolut ab. Und die Amerikaner zahlen immerhin mal 1,3 Milliarden Dollar an Zinsen alleine. Also das ist sozusagen die Krux, die ideologische Differenz, da hängen ja Weltbilder dran, da hängen aber echte Finanzströme dran. Die Demokraten wollen Sozialleistungen ausschütten, medizinische Hilfen mitfinanzieren, all das, was die Republikaner nicht wollen und so weiter und so fort. Hier dann noch eben vor allem Druck von Trump, dass Ted Cruz sich so geäußert hat, dürfte kein Zufall sein. Trump sagt, lass die Demokraten scheitern. Außer wir kriegen alle unsere Bedingungen letztendlich durch. Das heißt, Trump dürfte im Hintergrund noch einiges veranstalten. Und wir sehen hier an den Märkten bisher, dass wir praktisch den Volatility Spread, also die Differenzen der verschiedenen VIX-Futures, deutet darauf hin, dass bis gestern letztendlich man sich überhaupt keine Sorgen macht, so wenig wie seit einem Jahr, dass irgendetwas schief geht an den Aktienmärkten, die Anleihemärkte. Hier sehen wir mal die sechsmonatige, hier sehen wir die T-Bill, die Mitte Juni ausläuft. Also da könnte es ja sein, dass dann hier der Zahlungsausfall der Fall ist und die Anleihegläubiger nicht bedient werden. Da die Rendite jetzt über 6% und das natürlich in dieser Kakophonie. Wir haben keinen Deal, wir sind optimistisch, wir sind weit auseinander, hier diese ganzen Dinger. Und wir können heute sicherlich eine Erholung sehen, zumal wir im kurzen Zeitfenster, was den RSI betrifft, ein bisschen überverkauft sind, die dann aufgrund einer solchen Hoffnungsmeldung wiederkommt, die sich dann aber wahrscheinlich nicht realisieren wird. Und ich hatte schon mehrfach auf diese Marktbreite hingewiesen. Wir haben extrem teure große Tech-Werte. Wir sehen die Differenz zwischen dem Nasdaq und den Aktien, die über dem 200-Tages-Durchschnitt handeln, extrem groß. Normalerweise passieren dann solche Korrekturen. Wir haben die Differenz zwischen den Anleihemärkten, den Renditen, die ja weiter steigen, und dem Nasdaq. Jetzt beginnt sich das schon, das Fenster, das extrem weit geöffnet war, jetzt wieder ein bisschen zu schließen. Wir sehen, dass der Nasdaq hier im unteren Chart gestiegen ist, trotzdem sich die Financial Conditions weiter straffen, eben durch steigende Renditen und steigenden Dollar zum Beispiel und eben Kreditvergabe strengeren Kriterien bei derselben. Wir sehen also die Financial Conditions hier invers, die haben sich gestrafft, der Nasdaq ist dennoch gestiegen. Das alles passt nicht zusammen und es passt auch nicht, dass der Nasdaq, der normale Nasdaq, dem Nasdaq Equal Weight, also wo praktisch alle Aktien im Nasdaq gleichgewichtet sind, so weit vorauseilt mit über 11% in diesem Jahr, wie eigentlich nur einmal, nämlich kurz im Corona Rausch, als dann die Notenbanken die Zinsen auf Null senken und Liquidität ins System schütteten. Das heißt, wir haben ja diese wenigen Aktien, die das Ganze getragen haben. Die wiederum sind jetzt massiv in den Portfolios der Hedgefondsmanagers. Die haben Big Tech gekauft, vermeintlich sicherer Hafen vor Rezession, vor Bankenkrise. Warum das der Fall sein soll, wie gesagt, habe ich nie verstanden. Und jetzt sehen wir hier,
wie die Dinge doch am Extrem angelangt sind. Tech relativ zum S&P 500, das ist natürlich jetzt auf Niveaus Februar 2000 oder Januar 1970. Dreimal gab es solche Extrembewertungen, dass also Tech so gut gelaufen ist, weil Tech ist ja ein Wunder, löst sich völlig ab, wie zum Beispiel eine Nvidia-Aktie. Nvidia wird ja heute um 22.20 Uhr die Zahlen berichten. Die Aktie hat sich jetzt mal eben verdreifacht. Letztes Jahr oder über die letzten zwei Jahre hat sie 70% verloren, jetzt mal eben verdreifacht. Okay, warum? Naja, weil eben KI, und hier sehen wir, wie Lance Roberts diese ganze Euphorie mal auseinander nimmt. Der sagt, okay, wenn die Aktie eine Marktkapitalisierung zu Umsatzvolumen von 29 hat, also man zahlt 29 Jahre Umsatz, nicht Gewinn, sondern Umsatz, wenn man die Aktie kauft, dann würde das bedeuten, dass entweder die ganzen GPU, also den ganzen Chipmarkt dominieren müsste, also praktisch dürfte es keine anderen Chips mehr geben, und selbst dann wäre die Aktie mit einem Price-to-Sales-Ratio von 10 immer noch zu teuer. Also selbst wenn es Nvidia gelingen würde, den Markt komplett für sich zu erobern und alle anderen rauszudrängen, dann wäre die Aktie immer noch zu teuer, und dass das gelingt, ist ja relativ unwahrscheinlich. Das heißt, Nvidia müsste seinen Umsatz vervielfachen in den nächsten Jahren, um diese Bewertung auch nur einigermaßen zu rechtfertigen. Was ist aber mit dem Umsatz von Nvidia in den letzten zwei Jahren passiert? Der stagniert, da hat sich gar nichts getan. Es ist also nur Euphorie, die zeigt, wie irrational die Dinge eben teilweise sind. Wir sehen, dass der VIX auf Tagesbasis ausgebrochen ist, der S&P 500 auf Tagesbasis jetzt an einer Trendlinienunterstützung, deswegen Pullback nach oben, Erholung durchaus drin, aber die Warnsignale etwa bei den Junkbonds, die sind virulent. Hier sehen wir hier diesen Junkbond-Index, der weiter nach unten durchbricht. Da sehen wir also, dass die Dinge praktisch weiter natürlich schwierig sind. Wir sehen Kupfer unter Druck, wir sehen Junkbonds weiter unter Druck, und wir sehen, dass eigentlich die Erwartung der Märkte, dass die Inflation jetzt so schnell plumpst, dass die Fed die Zinsen auf Null senkt, die wird sich vielleicht nicht materialisieren. Die Fed-Speaker der letzten Tage haben das klar versucht zurückzuweisen. Heute Abend ja das FOMC-Protokoll der letzten Sitzung, aber wir haben Daten aus UK, aus Großbritannien. Und die haben gezeigt, dass die Inflation sowohl in der Kernrate als auch eben in der normalen Headline-Zahl deutlich höher ist als erwartet. Wir haben jetzt in der Kernrate die höchste Zahl, die wir in diesem Zyklus bisher erreicht haben, mit 6,8% zum Vorjahr. Das heißt, auch wenn Energiepreise gefallen sind, die Inflation geht weiter nach oben. Und die Verbraucherpreise auch höher als erwartet mit 8,7%, auch wenn das natürlich ein Stück weit unter dem Hoch ist, dass wir über 10% gesehen haben. Aber das zeigt, dass dieses Inflationsproblem sticky ist. Klar, UK, Großbritannien hat seine eigenen Themen mit Brexit, aber es ist doch schon relativ typisch für das, was da passiert ist. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zuletzt. Gespräche in der Sackgasse, sagen Republikaner. Hier nochmal auf dem neuesten Stand, wenn Sie sich bringen wollen, was da eigentlich derzeit abläuft zwischen diesen beiden Parteien. Das ist derzeit eben das, was die Märkte bestimmt, ob man es hören will oder eben nicht. Manche wollen es nicht hören. Die City zeigt, dass Anleger weiter massiv auf steigende US-Aktien wetten. Keiner macht sich Sorgen, alle sind in dieser selben Richtung positioniert. Das kann nur gut gehen, das war die zweite Empfehlung. Und gleichzeitig schrumpft die Geldmenge massiv. Das heißt, wir sehen hier, dass eigentlich Liquidität aus dem System gezogen wird. Normalerweise steigen Aktienmärkte, wenn Liquidität zunimmt, und sie fallen, wenn Liquidität abnimmt. Aber auch das ein Widerspruch, der sich sicherlich diesmal in irgendeiner wundersamen Erklärung auflösen wird. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus und Ciao.